So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es wird von Tag zu Tag schlimmer. Ich nehme das gerade mit dem Handy auf, weil mein Computer seit Tagen immer mehr und mehr anfängt kaputt zu gehen oder funktioniert nicht mehr so, wie es ist und es wird einfach nur nervig. Ich versuche irgendwie trotzdem nicht, das zu nahe gehen zu lassen, dass mein Computer kaputt geht. Also ich versuche, verkrampft ein Lächeln zu haben. Aber irgendwie habe ich Angst, dass der Computer jetzt komplett am Arsch geht. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Alles hat angefangen vor einer Woche. Also ich habe Formel 1 angefangen zu spielen und zu streamen. Und die ersten zwei Streams, da ging es einfach ganz normal. Und dann fing es halt an, dass das Spiel ruckelt, aber mein Facecam nicht. Also vom ganzen Streaming-Fenster, was man so inzwischen gesehen hat man hier in dieser Fläche meine Facecam gesehen und der Rest war das Spiel. Das Spiel ruckelte, die Facecam aber nicht. Ein Kollege von mir meinte, ich muss eine bessere Grafikkarte oder Prozessor kaufen. Habe ich natürlich mal online geschaut, wie viel sowas kostet. Ja, wenn, dann will ich schon was Gescheites, also was sehr Gutes haben, dass ich für die nächsten paar Jahre Ruhe habe. Und ein anständiger Prozessor kostet gleich mal so 600 Euro. Eine anständige Grafikkarte kostet gleich mal 1300 Euro. So viel verdiene ich im Monat. So viel habe ich gefühlt Fixkosten. Nein, so schlimm auch nicht, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja. Dann habe ich das irgendwie geschafft, mehr oder weniger im Griff zu bekommen. Dann hat auf einmal angefangen, Audioprobleme zu geben. Das heißt, es hat sich die ganze Zeit durchgehend angehört, als hätte man kaputte Kopfhörer mit so einem Wackelkontakt beim Klinkenanstecker. Und wenn man dreht, dann hört man immer dieses Knacksen, dieses Trrr, Trrr. Also ich glaube, jeder versteht, was ich meine. Und ich weiß nicht warum. Und es hörte sich die ganze Zeit so an und dann habe ich einfach komplett aufgehört, mit Formel 1 zu streamen. Ehrlich gesagt, ich will es nicht privat spielen, weil ich wollte gern das alles mit meinen Zuschauern teilen, weil ich hatte auch Zuschauer, die sich das gerne angeschaut haben und die will jetzt nicht einfach auch weiterspielen. Ja, dann ging es weiter. Dann hatte ich auf einmal die gleichen Probleme mit Minecraft. Minecraft ein Spiel, was eigentlich nie Probleme hatte, fing auf einmal an, Faxen zu machen und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Und jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem. Und langsam fühlte es sich so an, als würde ich unter einer Probe gestellt werden. So, keine Ahnung, jeden Tag kommt eine neue Belastung. Und zwar, ich habe heute ein Video aufgenommen, wo mein Mitbewohner Kameramann war, wo ich von meinem Kleiderschrank alle Klamotten raussortiert habe, die ich nicht mehr brauche und diese werde ich spenden. Und ich habe das Video geschnitten, wunderbar, und auch gerendert. Hier, das sind alle meine Videodateien und so weiter. Hier, dieses kleine Bild, also das ist das erste Video, also das ist das Video, was ich geschnitten habe. Und auf einmal bei Minute 7 hat das Video einfach aufgehört. Renderfehler. Okay, kann passieren. Render ich es noch einmal? Renderfehler bei Minute 4. Okay. Mache ich es noch einmal? Renderfehler bei Minute 12. Jetzt habe ich andere Einstellungen eingenommen, dass halt nicht mehr beste Qualität ist, sondern ein bisschen weniger. Und es ist zu 100% fertig gerendert und das steht jetzt schon seit 25 Minuten so. Das Rendern an sich hat nur 13 Minuten gedauert, die Fertigstellung schon seit über 25 Minuten. Und ich verzweifle langsam, weil ich will nicht, dass mein Computer kaputt geht, weil ich habe jetzt beim besten Willen gar kein Geld, mir irgendwas neu zu investieren für irgendwas in Sachen von Prozessor, Grafikkarte. Ich weiß nicht mal, woran das Problem liegt. Am liebsten würde ich einfach nur einen neuen Computer kaufen, aber kritische Zeiten. Ich arbeite noch nicht lange. Ich habe nicht so viel Geld gespart. Meine Finanzen sehen gerade nicht so rosig aus. Ja, deswegen melde ich mich jetzt einfach nur mit dem Video. Deswegen melde ich mich jetzt einfach nur mit dem Video
um euch zu sagen, ja, ich bin trotzdem da. Aber irgendwie macht alles Faxen. Ich, keine Ahnung, es wird einfach nur nervig und nervig. Und das shit 100% ist gerendert von 100%. Normalerweise sollte das Fenster einfach dann verschwinden und das Video dann auftauchen. Normal sollte da das Vorzeigebild sein. Das bedeutet halt immer, dass es noch gerade gerendert wird, obwohl ich da hinten bei 100% bin. Dieses kleine Fenster sollte jetzt verschwinden. Das wäre so geil, wenn es jetzt wieder verschwindet, aber leider doch nicht. Okay, ich bin am Verzweifeln. Ich hoffe, dass da irgendwas noch klappt, funktioniert. Falls nicht, keine Ahnung, werde ich anfangen müssen, alle Videos per mein iPad zu schneiden oder per mein Handy. Es ist schwierige Zeiten. Vielleicht hat mein Computer sogar Coronavirus gefangen. Und ja, ich habe vielleicht brandneue Informationen. Vielleicht erster Link in der Videobeschreibung. Schaut sich an, aber ich kann nichts versprechen. Vielleicht kommt es erst morgen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.